Hola, mis amigos! Zweiter Zufall mal wieder seit langem. Und ja, hallo, auch hier. Ich bin ja der zweite von die zwei und der Zufall. Und unser heutiges Thema lautet In den Wind geschrieben. Ein US-amerikanischer Spielfilm aus dem Jahr 56. Ja, und jetzt rate mal, auf welchem Roman dieser Film basiert. Ich hab's doch gelesen. Sag's gleich du. Okay. Der Film In den Wind geschrieben basiert auf dem Roman In den Wind geschrieben. Von 56, bla bla bla. Hier, wir gehen mal kurz die Personennähe dramatisch durch und spielen dann einen ganz kurzen Dialog vor, okay? Also es geht hier um eine Familie in Texas, da sind Ölbarone, es kommen vor, außer den Ölbaronen, hier ein Mann aus ärmlichen Verhältnissen, Mitch Wayne. Es kommt ein notorischer Trinker vor, Kyle, der ist auch ein Playboy. Und gibt einen verantwortungsbewussten Mann. Und es gibt eine Sekretärin. Okay, also. Hey, bin der Ölbaron, du armer, du Junge aus ärmlichen Verhältnissen. Gib mir Olivenöl, ich will mir meinen Salat machen. Ja, ich hab zwar nur noch eine Flasche Olivenöl, aber Herr, wenn Sie sich Salat machen wollen, bitte. Ja, damit du Pernado, hier, kleine Kanaille. Aber dann, ich bin der autoriale Erzähler, aber dann kommt der verantwortungsbewusste Mann. Aber versöhnt euch. Baron, geben Sie ihm doch, Sie haben Erdöl und du, ärmlicher Junge, hast Olivenöl. Tauscht doch einfach. Baron, Sie geben dem ärmlichen Jungen einen Liter Erdöl. Und du, ärmlicher Junge, gibst dem Baron einen Liter Olivenöl. Aber, ja, aber Olivenöl ist doch so viel teurer. Da brauche ich doch 1000 Oliven für einen Liter. Und der braucht doch nur einmal in die Erde zu bohren für einen Liter Erdöl. Jetzt komm du hier, du Kanaille, gib mir hier gib mir Olivenöl. Doch dann tritt die Sekretärin auf. Baron, wollen Sie mir nicht eine Olivenölmassage geben? Also, blöde Kanaille, gib mir endlich mein Olivenöl hier. Brauche ich dringend. Was ist denn hier? Dir nicht.